Am besten Nachttexte in Fernentrache. Irgendwas Gutes. Hey Leute, es geht weiter mit dem Ultra Pay to Win Account. Das letzte Mal haben wir es geschafft, die 1600 Trophäen zu erreichen, ohne einen einzigen Turm zu verlieren. Das wollen wir heute fortsetzen und auf die 2000 Trophäen pushen. Dafür wollen wir aber vor allem eben die erste legendäre Karte ziehen. Das haben wir ab 1150 Trophäen eben, dann haben wir die erste legendäre Truhe. Und ab 2000 Trophäen, also ab Arena 7, hätten wir dann sogar die erste legendäre Königstruhe, bei der wir uns die Karte sogar aussuchen dürften, was extrem wichtig wäre. Bin gespannt, ob wir es schaffen, keinen Turm zu verlieren. Und euch natürlich, wie immer, viel Spaß mit den Highlights. Ja. Ja, nicht so ganz. Oh mein Gott, wir haben gerade ein Problem. Shit. Oh nein, nein. Hexe, mach einen guten Shot bitte. Oh je, Deffen. Nein. Oh mein Gott. Ganz ruhig bleiben. Alles gut, oder? Oh mein Gott, ey. Es wird, oh mein Gott. Alter. Leute, es kann der erste loswerden. Also nicht der erste los, sondern der erste Turm werden. Der ist gefährlich für uns, hätte Pfeile. Alles gut, Leute. Wir haben noch 1000 HP. Er ist halt nicht schlecht. Ich hab nicht ernst genommen. Das Kobold-Fass war viel zu aggressiv, das wusste ich auch. Das war nicht gut von mir, aber. Oh je. Kobold-Fass. Einfach mit Druck zu machen. Wir müssen jetzt defensiv spielen. Alles gut, okay. Ganz ruhig bleiben. Hexe rein. Ist hoffentlich kein Riese bereit. Hoffentlich nicht. Alles gut, hat er nicht. Doch ein Riesenbereit. Goblins rein schnell. Genau, die können jetzt ein paar Hits von der Hexe auftacken, sehr schön. Und es schaffen wir zu verteidigen. Das ist gut, okay. Alles entspannt. Sehen das Skarmi rein. Ganz wichtig. Sehr schön, das haben wir Claudius verteidigt. Oh mein Gott, das darf nicht der erste loswerden. Das darf nicht passieren. Ja, gute Pfeile. Und wir kriegen trotzdem den Turm. Ist hier schön auf ganz entspannten bisschen BM. Dass er denkt, wir sind ganz entspannt dabei. Schlechtes Koboldfass, war zu früh, egal. Zappen die Hexe. Sehr schön. Die Hexe muss jetzt wegsterben. So. Hex von uns nach hinten. Alles gut, okay. Was macht der Goblins von uns rein? Oh mein Gott, die Pfeile. Alles gut, oh mein Gott. Alter, wenn er jetzt halt einen guten Riesen bringt. Aber egal, wir müssen einfach defensiv bleiben. Trachen wir wieder nach hinten. Das hier ist gar nicht an die Brücke, würde ich sagen. Um ein bisschen alles auszuschalten. Prinz. 20 Sekunden, das schaffen wir, oder? Alter, wir haben echt Luck gehabt. Diese eine Aktion hätte locker auf 2000 Schaden sein können. Sehr, sehr viel Glück. Hexe rein. Zieh einfach Zappen. Wir warten ab. Zapp. Und wir haben es geschafft. Wir sind bei ungefähr 1750 Trophäen und haben weiterhin keinen Turm verloren. Aber es war sauknapp. Wir hatten guten Konterpush und der Magier ist auch fast schon tot. Hexe rein. Ist in Ordnung. Folge dir schon. Nice, danke. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Können wir irgendwas machen? Nein. Der Ballon wird so gefährlich werden. Wenn jetzt irgendwie... Oh mein Gott. Wir zappen auf jeden Fall. Müssen wir. Also ist nicht so riskant. Alles gut, okay. Alter, so ein Ballon aus dem Nichts. Immer wirklich nicht viel gegen Luft. Wir haben nur Hexe und Babydrache. Oh mein Gott. Wir haben nur Hexe und Babydrache. Ist gar nicht geil. Müssen jetzt echt schauen. Okay, aber ist in Ordnung. Hätte schon ordentlich Schaden gemacht jetzt, ne? Okay, also. Das Ding ist, wir dürfen die Hexe nicht so leichtfertig spielen. Weil... Ihr einfach einen Ballon spielt. Wir haben nichts anderes gegen Ballon außer Hexe. Habt ihr gefolgt? Danke gerade. Danke, Paul. Okay. Was machen wir? Wir warten erstmal ab. Skarmiran. Danke für die Bits gerade. Oh, das ist gut für uns. Weil ich will jetzt halt keine Hexe spielen. Okay. Bringt den Prinzen nach hinten. Und bringt gleich Goblins rein. Wir müssen uns die Hexe immer aufheben. Ganz, ganz wichtig. Ich will keinen Turm verlieren, das darf nicht passieren. Okay, sehr gut. Ich supporte erstmal nicht, würde ich sagen. Valkyra nicht so gut, sehr schön. Und Hexe wieder aufheben, ganz wichtig, die Hexe aufzuheben jetzt hier. Einfach mal Kobold fast offensiv, würde ich sagen, um Druck zu machen. Skarmi einfach reinspammen jetzt mal. Nächster Prinz, komm, jetzt machen wir was Aggressives. War vielleicht ein bisschen zu aggressiv, der Prinz sollte ranchargen, sehr schön. Alter, wieder Witz, vielen Dank gerade. Oh, Prinz ist dran, sehr schön. Okay, nächster. Immer noch Angst mit dem Ballon. Oh mein Gott, er hat Golem auch noch. Nein, ich hab die Hexe gesetzt. Aufpassen. Muss ich echt aufpassen, wenn er jetzt einen Ballon reinbringen würde oder so. Kobold fast defensiv. Ballon kommt. Oh mein Gott. Das kann man. Können wir irgendwie auf. Und jetzt Level 6 kommt, es reicht aus, oder? Oh, Alter, Gott sei Dank. Die andere Seite sollte auch klar gehen. Wir haben Glück gehabt.
Goblins rein. Ich glaube, wir haben es geschafft, ey, Alter. Noch ein Sieg für die nächste Arena. Drachenbaby reinspielen. Was macht er? Komm, ich bringe noch einen Prinzen, ganz ehrlich. Ich zieh noch Skami. Einfach wegsteppen, sehr schön. Und jetzt haben wir einen ganz guten Konterpush. Ist in Ordnung. Was macht er? Oh, der Ball geht klar, sehr schön. Da wird was reinspielen. Turm ist noch nicht ganz weg, jetzt noch Goblins rein, schnell. Haben wir ihn? Haben wir ihn schon? Was macht er? Er macht gar nichts, hallo? Er macht nichts. Musketieren kommt zu spät, wir haben ihn, oder? Oh mein Gott, die Musketieren ist weggestorben. Was? Was war das für ein komisches Match? Wir haben einfach gewonnen innerhalb von nicht mal einer Minute. WTF. Einfach nur absolut krank, plus 31. Und das heißt, wir kommen jetzt zu meiner ersten legendären Karte. Let's go, Leute. Okay, ich würde sagen, wir machen alles der Reihenfolge nach. Nee, ich würde sagen, wir kommen jetzt nur zur legendären Truhe. Ah, nee, wir machen erst eine Trophäe. Ja, okay, wir müssen die Trophäe halt eh abholen. Ich würde eigentlich sagen, wir heben uns alles auf für Arena 7. Also, wie gesagt, wir haben jetzt erst die legendäre Truhe und danach dann direkt eben noch Arena 7 mit der legendären Königstruhe. Die ist noch krasser, noch Epic Cards drin und wir können es eben vor allem die legendäre Karte aussuchen. Aber jetzt erstmal die allererste legendäre Karte. Das ist mir jetzt sehr luckabhängig. So, jetzt müssen wir hier gerade schauen, was wir alles bekommen. Hier noch eine Goldtruhe. Kanone rufen Scar. Was haben wir noch? Ah, Flugmaschine, nicht schlecht. Gold. Expo, sehr schön. Oder Ballon ist. Ah, ne, Expo ist eigentlich auch ganz nice. Komm. Es ist soweit. Wir kommen zu meiner allerersten legendären Karte. Was bekommen wir? Wir können alles bekommen aus jeder Arena, weil es eine legendäre Truhe ist. Los geht's. Gib mir eine gute Karte. Nein, warum Bilderreiterin? Nein, ich will sie nicht. Schade. Egal, wir haben gleich auch Arena 7, die nächste legendäre Karte. Aber Widerreiterin kann man später... Ja, man kann die Widerreiterin vielleicht später spielen. Er macht nicht, hä? Hallo? Aber wir sehen, wir sind jetzt schon zum allerersten Mal. Ist der schon in Arena 7? Der ist schon bei 2000. Okay, macht nichts. Ist ein Bot, sagt ihr? Weil, oh mein Gott, ist echt ein Bot, weil er hat keine Arena. Ich glaube, es ist ernsthaft ein Bot, ihr habt recht. Nein, als ob es jetzt ein Bot ist. Als ob es jetzt ein Bot ist. Alter, Leute, die Bots verfolgen uns. Es ist einfach... Es ist wieder ein Bot wahrscheinlich, oder? Ja, es ist ein Bot, das merke ich jetzt schon. Wir gehen rein, komm, es ist eh ein Bot. Wir gehen einfach rein. Es ist einfach schon wieder ein Bot wahrscheinlich. Aber gut, ja, es ist ein Bot. Es ist schon wieder ein Bot. Das kann mir doch niemand erzählen. Das ist echt nicht ja normal. Wie viele Bots waren das heute? Das ist der 6. oder 7. glaube ich. Es ist echt ein bisschen nervig. Ja, das haben wir. Keine Chance. Wir zappen jetzt hier, alles ist dran. Und noch ein weiterer Sieg. Für die nächste legendäre Karte, für Arena 7. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Skami, Regel, bitte. Es geht noch klar. Die Mauerbrecher machen mir immer wieder Angst. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es kein Bot ist. Ist safe ein Bot, meinst du? Ich glaube eigentlich nicht, ich weiß es nicht. Nur weil sie keinen Clan hat? Ich merke mich gerade, dass es eine sie ist, nicht keine er. Okay, das sieht sehr gut aus. Sie macht nichts, sehr gut. Wieder rein, rein. Also ich glaube nicht, dass es ein Bot ist. Ich glaube nicht, dass es ein Bot ist. Ich weiß es aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Goblins rein und die Widerreiterin ist dran. Das reicht aber noch nicht aus. Die Widerreiterin macht einen guten Job. Die Goblins sind Level 9, sehr schön. Und er kriegt ordentlich Schaden ab. Ist in Ordnung. Was macht er? Ich würde sagen, ich spiele jetzt hier ein Drachenbaby rein. Drachenbaby rein. Und kann er wegsterben, der Baum mal direkt? Sehr gut. Darf nicht rankommen. Nee, alles gut, oder? Alter, wenn das jetzt rangekommen wäre. Prinz dazu. Komm, jetzt die 2000. Der Push ist es. Der Push muss es sein. Komm. Grabstein. Kommt er nicht? Nee, wir haben ihn, glaube ich. Wir haben ihn. Können jetzt hier mal die Emotes reinschicken, die wir uns gerade eben gekauft haben. Das reicht noch nicht. Zu früh. Zu früh, Leute. Zu früh. Oh mein Gott, nein. Wenn er jetzt irgendwie noch ein Dings... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. Nee, es geht klar. Oh mein Gott, ich dachte schon, ey. Okay. Die Emotes schicke ich übrigens eigentlich nur rein, weil wir eben die Emotes gerade relativ teuer getauft haben. Das würde ich normalerweise nicht reinschicken. Jetzt nicht wundern. Aber wir haben es geschafft, sehr, sehr geil. Ein bisschen BM muss sein, wie gesagt, die Emotes sind teuer gekauft worden gerade eben. Vom Zuschauergeld, von Zuschauerspenden. Und wir haben es geschafft, wir sind jetzt am zweiten Stream, in dem dritten Video praktisch. Jetzt hier über 2000 Trophäen in Arena 7 schon, absolut krank. Und das heißt, dass wir jetzt hoffentlich... Nein! Wo ist meine legendäre Königstruhe? Wo ist meine legendäre... Das kann nicht wahr sein. Es ist schon wieder kein Angebot da. Ey, was ist das für ein... Wir hatten erst nur Bots und jetzt wieder kein Angebot.
Wir kommen zur legendären Truhe, bevor wir danach zur legendären Königstruhe kommen. 500 Juwelen, los geht's. Wieder aus jeder Arena möglich. Wir können am besten Nachthexe, Inferno-Drache, irgendwas Gutes. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Okay, Winterreiterin ist... Wir können sie vielleicht sogar ganz gut spielen. Die ist nicht schlecht, aber die ist halt zum Waschen nicht gut geeignet. Also zum Raschen nicht gut geeignet. Aber Level 10 ist ja nicht schlecht. Aber ich will halt, damit kann man halt nicht gut raschen unten. Aber ist okay. Level 8 sind wir auch noch richtig geil. Level 8 auch noch direkt erreicht. Sehr, sehr nice. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zur ersten legendären Königstruhe mit sicherer legendärer Karte, die wir uns aussuchen können sogar. Kostet ein bisschen Juwelen, aber ist in Ordnung. Let's go. Was haben wir? Wir kriegen jetzt safe eine legendäre. Ich wünsche mir natürlich vor allem eine Nachthexe, wenn wir jetzt hier aussuchen könnten. Gegen die Rekruten. Dunkler Prinz auf jeden Fall freischalten. Ich will vor allem eben immer lowere Karten nehmen. Für ein besseres allgemeines Kartenlevel. Außer Heal brauchen wir nicht. Ist die schlechteste Karte. Vor allem eine gute Epic-Karte wichtig. Wir nehmen jetzt mal die Fledermäuse, oder? Ja, besser. 3M. Ich finde 3M geil. Was haben wir? Irgendeine gute Epic. Also da noch eher Pekka. Aber ist in Ordnung. Pekka 20 Mal. Wir könnten jetzt Pekka Widerreiterin spielen. Ist eigentlich geil. Und jetzt eine gute Legendäre noch. Keine Widerreiterin. Bitte. Ja, ist nicht krass gut, aber ist in Ordnung. Wir nehmen uns Magieschütze auf jeden Fall. Wir nehmen uns Magieschütze. Und was haben wir jetzt für ein Deck? Wir bauen uns jetzt ein Deck. Oder sagen wir, ich will so. So ist geiler, ist offensiver. Oh, das ist geil. So spielen wir das. Wir haben jetzt... Ja, das ist geil. Das lassen wir. Wir haben jetzt Pekka, Widerreiter mit Magieschütze, Hexe und Babytrache. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal, wenn wir weitere legendäre Karten ziehen, können wir auch extrem Richtung vielleicht 3000 Trophäen angreifen. Mal schauen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wie immer, könnt gerne auch mal Abstand vorbeischauen. Da ist die komplette Playlist zum neuen Pay-to-Win-Projekt verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Video. Der nächste Stream wird wahrscheinlich am Samstag stattfinden. Am Samstag ist auch ein 12-Stunden-Stream mit dem Pay-to-Win-Projekt drin. Und ja... Ciao.